Ja, hallo Lore, ich bin's nochmal wieder. Kurzes kleines Update, nochmal so zwischendurch. Ich habe das ja, wie gesagt, hier geschafft, eigentlich mal aufzuräumen in den ganzen Kram. Ein paar Sachen müssen ja hier immer liegen, was man als nächstes mal braucht, oder Schrauben, wie gesagt. Ist ja immer wichtig. Und ja, was hier auf jeden Fall gemacht worden ist, jetzt habe ich hier auch mal eigentlich mal aufgeräumt. Ja, einige haben ja recht, man muss hier mal wieder aufräumen. Auch wenn man manchmal echt zu faul ist dafür. Aber man muss sich auch mal abends mal selber in den Arsch treten, auf Deutsch gesagt. Ja, wie gesagt, hier ist die Schiebebühne von Märklin und hier sind diese. Na, wo sind denn hier? Die mit den Rolltoren hier, die orangefarbenen, da seht ihr schon. Ja, mal das mal wegnehmen. Ja, das auch von Märklin. Ja, das kommt ja auf jeden Fall in dem hier später hin. Bisschen Abstellbereich, ne? Nicht ganz so lang. Vielleicht maximal bis hierhin ungefähr. Ja, ein bisschen Abstellbereich muss man ja hier haben. Dann soll ja hier auch noch Containerterminal und was soll ich noch passieren. Ja, nicht der riesengroße Ding von Faller, sondern so ein kleines Ding noch. Muss ja nicht übertrieben hier. Weiß ich gar nicht, wohin damit mit diesem Terminal von Faller hier. Das vollautomatisch funktioniert. Ja, das reicht so ein kleines und dann nur als Deko. Ne. Ja, wie gesagt, hier habe ich eigentlich auch mal gesaugt und alles weggeräumt, was Müll war. Ja. Ja, so welche Gläser braucht man ja immer mal zum Farbe anrühren oder anmischen oder darum kommt sowas auch nicht weg. Ja, das natürlich auch nicht hier. Schließlich zu Weihnachten hier das Ding. Ne. Jo. Das kommt natürlich auch nicht im Müll. Habe ich damals noch mit meinem Großvater und meiner Laubsäge noch ausgesägt. Ja. Jo. Ja, wie gesagt, ja, die Schienen und sowas, das brauche ich nachher später ja alle. Bis auf die Metallschienen, glaube ich. Die Metallschienen werde ich hier nicht einbauen. Entweder K-Gleis oder C-Gleis. Ja, so wie hier in dem Bereich. Und dann da, ja, mal schauen, ne, mäßig. Da muss ja auch eine Verbindung stattfinden und sowas allen drum dran. Auch hier die Schiebebühne, das funktioniert natürlich alles noch, so ist das ja nicht. Aber muss natürlich wieder angeschlossen werden, ne. Jo, so, aufgeräumt, aufgeräumt, aufgeräumt. So, muss da unbedingt mal wieder sein, ey. Wann soll ich das denn sonst wieder machen, ne? Das ist eben so. Im Sommer schwitzt dich hier wieder tot oder zu Ostern teilweise schon. Es ist wieder so warm, dass du hier nichts machen kannst. Großartig. Auch schon oft gehabt, Ostern über 25 Grad. Aber so sieht das ganz gut aus mit der Schiebebühne. So soll das nachher später stehen. Da soll auch wieder alles funktionieren und sowas. Wie gesagt, die Kabel liegen da unter, brauche ich nur verlängern und anschließen hier. Später nach und nach. Und hier unter der Anlage muss ich auch noch aufräumen. Und ja, mal gucken. So Stück für Stück alles. Ne? Zewa braucht man ja immer hier oben. Ne? Mal, ohne jetzt Werbung zu machen. Küchentücher. So, bitteschön. Ist ja nicht unbedingt Zewa, ist ja von, also ich von einer Firma. So. Ja, wie gesagt. Alles hier mal ein bisschen abgesaugt, hier alles, die ganze Fläche hier und sowas. Gehen wir schon auf den Keks hier, ne? Irgendwie ging mir das auch schon auf den Keks, der Berg hier. War immer nur Müll, Müll, Müll. Nehmen wir alles nur, oh, schmeiß mal hin, leg mal hin, ne? Nee, ich habe jetzt Pappe und Papier mal weggeschmissen. Das, was man nicht mehr braucht. Ja, vor allem die Verpackung von oder Beschreibung vom Haus ge oder Gebäude. Du hast ja diese Häuser gebaut. Da bewahre ich die Beschreibung nicht auf. Weg damit. Wenn ich das auch noch aufbewahre, dann habe ich hier, was ich verstaubel an Papier nachher. Was soll's? Ne? Wenn man einmal sowas aufbaut, dann baut man auch nie wieder auf. Das ist eben so. Außerdem behandelt man ja eigentlich seine Gebäude oder seine Häuser eigentlich, ich also zumindest vernünftig. Und man macht da nichts Großartiges kaputt oder was ich. Wenn da mal was abbrechen soll, dann weiß ich ja, wo das Teil rumliegt oder fehlt oder was ich. Ne? Ja, so, wie gesagt.
Das soll, ja, wann mache ich das hier mal die Ecke? Soll ja auch noch alles stattfinden. Vor allen Dingen die Verbindungen muss ich da machen und so. Und das ist nicht so einfach. Na gut, da habe ich jetzt 2, 3 Weichen drin. Ist auch eine Weiche noch. Und da muss ich, glaube ich, muss ich nochmal eine Weiche machen. Muss ich 3 Weichen hintereinander machen. Aber ist ja in gibt es ja in Wirklichkeit ja auch 3 Weichen hintereinander. Na, das ist ja oft auf Schienen und Gleise unterwegs schon gesehen, dass 3 Weichen hintereinander sind. Na, das muss man dann eben hier in dem Bereich auch machen. Das ist eben leider so. Ja, damit denn eine Abzweigung hier rangeht. Ne? Sonst komme ich ja da nicht zur Schiebebühne. Das ist ja völliger Schwachsinn. Sonst brauche ich keine Schiebebühne aufbauen. Ne? Ja, so, wie gesagt, hier sollen die dann auch später die, naja, ob man hier wirklich Elektroloks abstellt, kann man später natürlich machen, aber die hole ich ja, nehme ich ja wieso so hier oben wieder runter vom Dachboden. Ne? Aber, naja, wie gesagt, aber Waggons kann man ja auch immer mal abstellen hier. Das ist ja nicht nur für Loks gedacht, sondern auch in Reparaturwerkstatt mäßig soll das hier nachher statt so ungefähr werden hier. Für Waggons auch teilweise. Die denn hier ja restauriert oder repariert werden. Ne? Wie auch immer, dann könnte man hier ein paar Waggons auch abstellen und was ich. Das kommt alles später. Das hatte ich früher da in dem Bereich auch. Das war ja hier. Mit Schiebebühne und Dings, das war ja früher da. Da, wo jetzt hier die Straße ist und die Häuser da sind. Das saß früher da drüben. Und das hat mich immer gestört, weil ich da in dem Bereich eigentlich immer mehr Häuser haben möchte und wollte. Ne, in dem Sinne. Und ja, da fiel mir doch ein, bau das da mal weg und bau das viel später hin. Ja, so. Ja, ist genauso hier ein Hingucker. Kannst genauso hier schön gucken. Ja, in dem Bereich hier später. Jojo, das sieht schon toll aus nachher. Ne? Wird dann auch schön beleuchtet und einzeln mit LEDs dann rein und was weiß ich. Habe ich schon überlegt, so mit LED-Streifen rein, zack, zack. Kannst du ja 2 machen oder vielleicht auch 4 Stück. Mal gucken, wie das ist. Ne? Mal gucken. Genau. Nach und nach. Ne? Das ist eben alles von heute auf morgen ähnlich getan. Ne? Jo, und hier hinten habe ich auch wieder aufgeräumt. Oh, Styrodur-Abschnitte kann man immer mal gebrauchen. Na, das ist ja irgendwie, muss man ja nicht immer unbedingt alles sofort wegschmeißen in der Mülle. So welche kleinen Stücke kann man immer auch mal gebrauchen. Und wenn du nur noch ein paar Felsen da draus schnippelst, ne? Hier dann auch noch DDR-Fahrzeuge, NVA-Fahrzeuge, Brückenfahrzeug hier, ne? Das sind eigentlich ja nicht original, ich sag mal. Ist eigentlich ja, ne, was weiß ich, wo kommt die her? Billigmarke, was weiß ich, wo, irgendwoher. Das Ding auch hier eigentlich, aber ich finde die irgendwie trotzdem geil. Puh. Ob das jetzt original ist oder nicht original ist, ja, wenn trotzdem irgendwo hier auf der Anlage später Platz finden. Ich bin auch immer noch am Legen, ich habe ja Panzer, NVA-Panzer und sowas, günstig mal auf der Börse geschossen. Ihr wisst das ja. Oder einige wissen das, oder viele wissen das, aber wie auch immer, die meine Videos verfolgen. Und ja, NVA-Pub, so ein NVA-Übungsgelände oder sowas zu machen. Ich muss mal gucken. Oder hier so eine kleine Kaserne, NVA-Kaserne. Ja, ich bin mal überlegen, ich weiß es noch nicht so richtig. Wie diese Kargleise, da habe ich auch mal einen ganzen Packen. Echt günstig geschossen, ne? Also wirklich, der Kasten ist voll mit diesen Kargleisen, ne? Jo. Brauche ich vielleicht da hinten noch her später mit dem Abstellbereich, wo die Schiebebühne ist, ne? Da habe ich mal so ein Packen gekauft. Was habe ich denn noch dafür bezahlt? Da hat auch ein Abel und Ei mir das in die Hand gedrückt. Hm. Derjenige, war das auf dem Flohmarkt, Börse, irgendwie sowas. Naja. Gut. Ja, wie gesagt. Hier geht das dann auch mal wieder weiter als nächstes irgendwann mal. Ja, wie gesagt, kommt Zeit, kommt Fahrrad. Ne? Man hat nicht immer Zeit und ewig Urlaub oder wie auch immer. Schön wäre es. Aber andererseits muss man auch andere Sachen tun. Man kann ja nicht nur Modellbau. Man muss auch mal was anderes machen. Ne? Ja, ich habe alle Stecker rausgezogen.
alles rausgezogen, alle Kabel rausgezogen, alle Trafos rausgezogen. Ne? Vorsichtig ist die Mutter eine Porzellankiste, ne? So ungefähr. Ja, ist wirklich so. War heute Nacht schon wieder Gewitter hier, Grummelkram. Ne? Bin ich noch hochgeschreckt und habe hier noch die Stecker alle rausgezogen, weil ich mitten in der Nacht nicht damit gerechnet habe, dass es noch hier Gewitter gibt. Also wirklich, hatten sie das vielleicht angekündigt, könnte passieren. Wie oft haben sie das schon angekündigt und das ist nichts passiert, aber diesmal war das wirklich so. Aber ich habe das jetzt alles rausgezogen. Ich bin ja jetzt erstmal wieder mit anderen Dingen beschäftigt und was weiß ich. Und ja, genau, das ist eben so. Ne? Jo, so sieht das aus. Gesaugt eben noch alles nochmal ein bisschen hier. Na, was heißt hier? Der Boden war ja so relativ sauber, aber da hinten, was ich freigeräumt habe, die Platte, ne? Da ein bisschen mal alles sauber gesaugt. Ja, einige haben ja recht, was sie mir geschrieben haben oder erzählt haben, ich soll mal aufräumen. Ja? Ich habe das jetzt wirklich mal in Angriff genommen hier. Ja, wurde auch mal Zeit. Ja, so ist das immer. Ne? Man hat dann hier und da und dann hat man keine Lust dazu. Ach ja, lass mal liegen. Ja, stört ja keinen. Ja. Manchmal ist das so. Oder es stört schon einen, aber du hast keine Lust dazu. So in dem Sinne. Ja. Oder nee, mach ich mal ein andermal. Verschieb das immer, ne? Ja. Heute, nur nicht morgen, sagen alle faulen Leute. Ja. Ihr kennt ja den Spruch. Ja. So, ich muss mal andere Hand nehmen hier. Kurz, Entschuldigung, dass ich mal wackel. Ja, aber wie gesagt. Oh, was ist denn hier schon wieder los, Leute? Das muss ich mal hier wegräumen. Packen wir das da eben da rein, den LKW. So. So, nichts hier umschmeißen und umkippen. Schön stehen bleiben hier. So. Ja, wie gesagt, da oben habe ich die Burg jetzt hingestellt. Ah. Bisschen mal hier klar Schiff gemacht hier ein bisschen. Ja, andererseits muss ich hier auch nochmal immer noch mal wieder ganz aufräumen hier. Gewisse Häuser. Vielleicht baue ich die noch auf, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich meine, die könnte man auch umgestalten, ne? Als DDR-Häuser. Hm. Ja, mal gucken, mal schauen. Vielleicht kommen ja hier die hier noch irgendwo mal hin. Ich muss mal schauen. Wenn nicht, dann nicht. Man kann eben auch nicht alles aufbauen. Wie gesagt, ein bisschen Abstellbereich will ich hier machen. Für Waggons und Züge hier eine DDR-Ecke. Das auf jeden Fall so ein bisschen. Das steht fest. Ja, und hier noch ein Bahnhof noch mal hinkommt, weiß ich auch noch nicht. Vielleicht kommt ein Bahnhof hin oder nur ein Bahnsteig. Ich muss mal gucken, wie, je nachdem. Kommt Zeit, kommt Fahrrad, wie gesagt. Ne, also, das muss ja auch noch weggeräumt werden. Die Pappen hier, die braucht man immer. So Pappkartons grundsätzlich sollen ja nicht im Müll landen hier. Aber gewisse Sachen, dass man das so umräumt hier, dass man vernünftig weiter anbauen kann hier in dem Bereich. Das soll ja hier auch weitergehen und darum und dann hier verschwinden hinter den die Metallbohrte bleiben natürlich so, wie sie sind. Man braucht immer hier Platz zum Abstellen. Und wenn es nur hier, ne, Kartons sind, wo Waggons drin sind oder was weiß ich, kannst ja nicht alles hier alles abreißen hier. Ne? Die stehen schon ewig hier, diese Metalldinger. Und braucht man und sehr stabil, die Dinger, ne? Also wirklich, da muss schon viel passieren, bis die mal zusammenbrechen, die Dinger. Und gerade sowas kann man immer gut gebrauchen, so Metallbohrte. Ja, um was reinzulegen oder meinetwegen die Schienen jetzt hier. Oder was weiß ich auch immer, Kartons, wie gesagt, mit Waggons noch drin oder Häuser drin. Und man muss ja ein bisschen, kann es ja nicht alles hier abreißen, abfracken. Kann schon, und dann hätte es noch ein Stück, noch mehr Anlage hier. Aber was soll's, ey. Ganz ehrlich, vielleicht komme ich irgendwann mal auf den Dampf, aber nicht jetzt und ich auch nicht in 10 Jahren hier. Ne? Naja, so, liebe Leute, ich verabschiede mich. Geht schon wieder. Das ist jetzt wirklich das letzte Video erstmal. Hier habe ich auch aufgeräumt, wie gesagt. Wurde auch mal Zeit. Dass die Schienen können ja hier ruhig liegen da hinten. Die brauche ich ja dann hier noch allen drum dran. Kann ja nicht alles hier, aber. Ne? Aber den Müll und ganzen Gedöns mal alles weg hier. Ja, das braucht man ja alles nicht mehr. Pappe, Papier, was alles hier rumflog. Ging mir selber schon auf den Keks langsam. So, ja,
mit diesem Bild verabschiede ich mich. Wie gesagt, das ist jetzt das, wirklich das allerletzte Video. Erstmal wieder. Und ja, kommen bestimmt noch ein paar Bastelvideos oder wie auch immer. Ne? Immer noch mal so nachhinein mal ein bisschen was wieder zum Basteln, Bauvideos, Bastelvideos. Ja, ich verabschiede mich. Bleibt gesund, liebe Leute. Ne? Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Euer Sven Eisenbanner. Macht das gut. Tschüss, tschüss.